Hallo, ihr Schönen. Zeit für mich. Das ist so lieb von euch. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, ich weiß, ich bin jetzt gerade im Urlaub wahrscheinlich schon oder in den Urlaubsvorbereitungen. Das weiß ich gar nicht so ganz genau oder schon am Urlaubsort. Ich weiß noch nicht ganz genau, wann ich dieses Video einstelle. Aber ihr habt es verdient, meine Monatsfavoriten vom Mai noch kennenzulernen. Ja, und das mache ich noch, bevor ich überhaupt anfange, die Koffer zu packen. Also es fehlen noch 2 Tage an Ende Mai, aber ich habe die alle schon hier zu liegen. Und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn das Video ein bisschen hinterher schleppt. Aber ich will euch ja in der Zeit, wo ich im Urlaub bin, einfach auch ein bisschen Material bieten und damit ihr mich nicht ganz vergesst. Gut. Und insofern fange ich auch ganz schnell an. Ich habe ein paar absolute Tops dabei und ich habe auch für mich persönlich ein paar Flops dabei. Ja, ich fange mal auf jeden Fall an, mit dem absoluten Top für meinen Nägel zu sprechen. Das muss ich auch immer wieder sagen. Das ist Bio-Nail, der Remove von Bio-Nail, der Nagellackentferner. Der ist wirklich schonend für meine Fingernägel. Das ist richtig, richtig schön. Und riecht leicht nach Kokos. Und wenn ich mir auch die Farben, die Nagellackfarben nicht mehr unbedingt von Bio-Nail bestelle, weil die wirklich nicht so prickelnd sind und auch weil die auf meinen Nägeln wirklich nicht so halten. So benutze ich aber auf jeden Fall die Reparatur und den Rillenfüller. Und in jedem Falle immer bestelle ich mir von Bio-Nail den Nagellackentferner. Absolutes Top für mich. Ja, kann ich nicht anders sagen. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich so ein bisschen hin und her machen soll. Was auch auf jeden Fall all ist und schon wieder nachgekauft ist, ist das Primer und Fixing Spray von Revaldeloup. Hammer, 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 Hammer. Ganz toll, weil man kann es aufsprühen als Primer. Dann ist es wirklich eine gute Grundlage für die Foundation, die man drauf macht. Und als Fixing-Spray unerlässlich super, kann ich wirklich empfehlen. Und ihr wisst genau, ich habe immer schon gesagt, ich hasse es, mir irgendwas ins Gesicht zu sprühen, weil ich das absolut nicht leiden kann. Aber ich habe mich belehren lassen, dass man doch ein bisschen suchen soll. Und das ist so ein ganz feines Spray, was so ein bisschen so Frische gibt. Ich habe mich dran gewöhnt. Und ich kann jetzt nicht sagen, ich liebe es, aber ich liebe das, weil ich das einfach mitnehmen kann. Ich kann es schnell drunter geben und gleichzeitig drüber. Also ich habe 2 in 1 und nach wie vor ein super tolles Produkt. Ich glaube, keine 3 €. Superhaft, sehr schön. Immer merken, Primer and Fixing Spray, Rivaldeloup. Was auch leer geworden ist und was ich mir unbedingt jetzt gleich nochmal hinterher kaufen werde, weil ich sehr, sehr zufrieden damit bin. Ich habe schon einige Hyaluron-Seren ausprobiert und ich stehe auf Balea 5-fach Hyaluron-Serum Beauty Effect. Ich habe mir das gekauft, weil ja alle so wahnsinnig geschwärmt haben vom L'Oreal Hyaluron. Da bin ich hinten rüber gefallen, habe gedacht, 20 €, knapp 20 € bist du denn des Teufels? Und man macht es morgens und abends auf die Haut. Und da habe ich mir das ausgerechnet, habe gedacht, also da bist du doch des Teufels. Du musst mal gucken, ob du nicht was anderes findest. Ich habe angefangen, von L'Oreal das Revitalift Serum zu benutzen. Ich habe danach das von Isana benutzt, das Serum Anti-Age Serum für, die schreiben mir leider drunter, reife Haut. Das war auch schon sehr gut, aber das ist mein absoluter Favorit im Moment. Im Moment würde ich nichts anderes nehmen. Und habe mir das auch sofort wieder gekauft. Ich habe es nur bei DM gekauft. Also ich habe es mir noch nicht online bestellt. Ich weiß nicht, ob es da günstiger ist oder so. Also bei DM. Und ich kann euch sagen, ich glaube 4,95 €. Super gut. Und meine Haut ist wirklich sehr schön geworden. Würde ich im Moment auf jeden Fall privat weiternehmen, bis ich etwas ganz anderes mal teste. Aber ich gebe keine 20 € aus, wenn ich es in der Preisklasse auch für meine Haut richtig gut finde. Top-Produkt.
Noch ein Top-Produkt und das muss ich wirklich sagen. Und ich habe es mir auch bestellt wieder, weil ich so sehr zufrieden bin. Das war in der Pinkbox drin. Das sind diese Haarkapseln Power Shots von Lee Stafford. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich trage es mir immer in mein trockenes Haar so zweimal die Woche auf. Immer einmal nach dem frischen Waschen und dem ersten Föhnen. Dann ist mein Haar sehr, sehr trocken. Dann mache ich mir das richtig, knete ich mir das rein. Man kann das auch ins feuchte Haar machen. Also ist eigentlich egal. Und ich mache es dann ganz gerne dann so, kennt ihr das? Naja, ich kann noch einen Tag ziehen und dann muss ich mir die Haare waschen. Und dann gibt es noch mal Glanz und das ist richtige schöne Ernährung und holt die Farbe noch mal so richtig schön raus. Und es ist relativ viel in dieser Kapsel drin. Das sind so Kapseln, die man so aufdrehen muss. Ich habe mir das jetzt auch bestellt. Da muss ich wirklich sagen, 23,95 € oder 45, ja, schluckt man erstmal, aber ich war glücklich und zufrieden, es auszuprobieren. Also das wird hier oben abgedreht. Und ich muss euch sagen, es ist ganz toll, wenn ihr euch das in den Händen verteilt und dann ins Haar reinknetet und den Rest aus dieser Kapsel für eure Hände nutzt. Es ist wirklich total schön vorne für die Hände. Kann nur gut sein. Ja, Inhaltsstoffe weiß ich nicht. Ich gucke da immer nicht so großartig drauf. Interessiert mich auch nicht, wenn das Produkt gut ist und mir nicht die Haare ausfallen oder weiß ich nicht, mir nicht fetten oder so. Dann finde ich das sehr, sehr gut. Und ja, meine Tochter leidet ja unter sehr fettigem Haar. Und der gebe ich jetzt auch mal zwei Kapseln. Die soll sich das mal reinmachen. Und dann kann ich auch sagen, ob es bei dem fettigen Haar ist. Also ich habe wirklich trockenes Haar und ich bin sehr zufrieden. Habe ich mir selber wieder gekauft, dank der Pinkbox, die ich jeden Monat habe. Ja, absolutes Top. Avon, total geil. Noisring, Wills Kakaobutter, Avon Care Creme, alle. Hammer. Ich liebe diesen Shea Butter Duft. Ich finde den ganz toll. Hab mir aber jetzt wieder so einen Pott bestellt und zwar glaube ich, schlagt mich nicht Coconut, weil ich das ja auch so mag. Ich glaube Cashew oder irgend sowas. Weiß ich jetzt nicht. Muss ich mal gucken. Bin ich gespannt, stelle ich euch auch vor. Aber die jederzeit und Stunde würde ich mir die wieder kaufen. Lässt sich ganz toll auftragen. Riesengroßer Pott ist auch innerhalb kürzester Zeit für den Körper für mich leer geworden. Ich stehe auf Pötte. Ich mag Flaschen nicht. Umdrehen und dann schütteln und dann spritzt man zu viel raus. Und hier nehme ich genau das, was ich brauche und creme mich von oben bis unten oder von unten bis oben ein. Fertig. Genauso für den Sommer muss ich sagen, jetzt ist es auch leer, wirklich ganz leer. Bin ja Kundin bei LR und ich muss sagen, ich liebe es für den Sommer, dieses Ice Berry. Ich habe davon den Duschschaum, mit dem bin ich sehr zufrieden. Und ich bin hiermit total zufrieden, weil es kühlend wirkt. Und ich werde mir das wieder bestellen bei irgendjemandem. Diejenige, glaube ich, hat aufgehört bei LR. Also ich werde demnächst das wieder machen und werde mir das bestellen. Ich werde kein Partner, ich werde nichts dergleichen, sondern nur einfach bestellen, weil es riecht wirklich toll nach Beeren. Und ja, da werde ich mir das bestellen. Ich habe eine Kundennummer damals gekriegt und dann versuche ich das auch so zu kriegen über die Firma. LR hatte wirklich teilweise richtig schöne Sachen. Und man muss sie ja nicht selber verkaufen. Man kann ja auch Kundin sein. Jo, werde ich mir irgendjemanden raussuchen, von dem ich das kriege. Genauso gut und genauso schön war, und ihr seht, also ich aase ja immer, weil ich wirklich trockene Haut habe und gerade an den Beinen so trockene Haut, war die Darfcreme. Auch schön frisch und zwar Granatapfel mit Shea-Butter-Duft. Was soll es auch anders sein? Ich stehe auf diese Shea-Butter. Ließ sich ganz leicht eincremen, hat einen schönen frischen Duft und diese Dose war auch in einer Pinkbox drin und das ist mein Liebling. Also ich hoffe, dass es die den ganzen Sommer über gibt. Ich gehe, glaube ich, heute noch zu Rossmann, muss noch die Kleinigkeiten für den Urlaub besorgen und da ist das ganz klar, die kaufe ich mir wieder.
Die ist auch relativ handlich für den Urlaub. Die wird über 14 Tage alle. Jo. Ja, jetzt kommen wir ein bisschen zu den Flops. In der Pinkbox war drin von, jetzt klingelt mein Enkel. Das ist immer typisch, aber das ist mein Leben. Mein Enkel sollte sich abmelden, wenn er Pfandflaschen wegbringen soll. Tochter ist ja arbeiten und ich passe ja in dieser Woche noch auf sie auf und hat er gut gemacht. So, jetzt komme ich zu meinem Flop. War auch in der Pinkbox drin und klar, und zwar von Claire's. Das sollte eine Vitamin-E-Maske sein, die man auch als Feuchtigkeitscreme benutzt. Also Kinder, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was Claire sich da hat einfallen lassen. Auf der einen Seite steht alles in Chinesisch, Kroatisch, Kroatisch sei schon Japanisch, also wo auch immer das her ist. Das ist so furchtbar, das ist Puddingpulver, lässt sich ganz schlecht auftragen, ergibt null auf der Haut, gar nichts. Also ob ihr das auftragt oder ob in China, in dem Fall ein Sack Reisplatz, ist dasselbe. Finde ich ganz, ganz furchtbar. Also ich weiß auch nicht, woher sie diese kleine Probenpackung haben, aber liebes Claire's, wo auch immer, also die würde ich mir nie wieder kaufen. Ab in den Müll damit. Dann kann ich auch irgendwie mir Götterspeise ins Gesicht machen. Da sehe ich wenigstens bunt aus. So, dann habe ich einen cremigen Duschschaum, ja, von Bilou, auch in der Pinkbox drin gehabt. Also ganz ehrlich, es ist überhaupt nichts Besonderes. Riecht sehr, sehr aprikosig, aber sehr, riecht auch sehr billig. Also, was heißt jetzt billig? Ja, die riecht billig und es ergibt auch auf der Haut kein Bohrgefühl oder so. Also auch ein No-Go für mich. Dann hatte ich ja erst so geschwärmt von NGU for the sweetest cookie in the yard. Surprise, this new cookie shampoo. Ich hatte da schon wirklich geschwärmt und ich habe mich echt durchgequält und habe es auch aufgebraucht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwann geht einem dieser Cookie-Geruch im Haar und auch beim Waschen sowas von auf den Keks. Also ich müsste dann sowieso immer wechseln. Also das heißt, ich habe dann zwischendurch mal ein anderes Shampoo benutzt, dann bin ich wieder auf das rübergegangen. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, Kinder, nee, also ich weiß nicht. Also das ist, für mich ist es so wie diese Chips. Warum müssen Chips nach Currywurst schmecken? Oder warum müssen Chips nach Popcorn schmecken? Oder irgend sowas. Wenn ich Chips essen will, dann esse ich immer noch die alten, wie früher, Paprika oder mit Salz. Fertig aus, mehr brauche ich nicht. Und hierbei ist es dann genauso. Ja, manches liebt man. Ich mag den Cookie-Geruch im Haar oder am Haar. Gar nicht, würde ich mir also auch nicht wieder kaufen. Ja, den einen Flop, den ich habe, den hatte ich euch schon vorgestellt. Das ist dieser Nagellack. Der scheint neu zu sein. Schritt 1, Step 1, Super Gel Nail Polish. Ohne UV-Lampe zu nutzen, heißt es. Aber ich nutze ihn nicht und ich werfe ihn jetzt aber auch weg, weil ein mega dickes, fettes, großes Bürstchen. Also mit einem Strich kriegt das nicht hin, aber ihr kriegt die Ecken gar nicht richtig, weil er viel zu fett ist und weil er nach oben auch noch konisch auseinander geht. Also Manhattan, wie auch immer, ich hab's nicht. Supergel, Farblack auftragen, Schritt 2, Supergel, Topcoat auftragen, fertig, brillante Farbe, bis zu 14 Tage Farbe, ja, aber leider mit diesem Pinsel fällt es bei mir durch die Roste und ich habe jetzt probiert, einen anderen Pinsel zu nehmen, aber ich muss euch ehrlich sagen, da passt dann der Schraubverschluss nicht. Das heißt, ich muss immer wieder hin und her machen, eine Sauerei. Also pff, man kann den Pinsel auch nicht schneiden, ist so ja, 4,95 und für mich für die Tonne. Vielleicht wer ganz große Fingernägel hat, da wird es vielleicht
gut funktionieren. Aber bei mir, bei meinen kleinen zarten Fingernägelchen, die auch noch abgebrochen sind, die nicht lang sind, geht dieser Pinsel auch immer schön über die Haut. Also das heißt, ich muss nachher dann mit dem Nagellackentferner rumhantieren. Boah, ätzend. Ja, Limited Edition Balea hatte ich für meinen Helden mitgebracht. Der hat gesagt, Mädchen, dann hol mir lieber wieder von Nivea for Men oder das, was du mir sonst holst, von Douche, das von Axe und weiß ich was. Balea, ja, es macht sauber. Aber geruchstechnisch hat es ihm nicht sonderlich gefallen. Er sagt, am zweiten Mal schon kaum noch gerochen. Und er sagt, ja, du hast dich damit gewaschen, aber dass du das Gefühl hast, danach frisch zu sein. War nichts. Limited Edition, Mountain Spirit. Er hat nichts von Bergen gerochen und brauche ich nicht wieder kaufen. Und vielleicht gibt es die ja auch nicht mehr. Da hat Balea mal so ein schwaches Produkt. So, und weil es ja immer heißt, du schwärmst ja von jedem einzelnen Produkt von Make-up-Coach. Hast du denn da noch nie etwas gehabt, was dich nicht so fasziniert hat? Nein, ich muss sagen, bisher hat mich alles fasziniert, was Make-up-Coach rausgebracht hat und was ich benutzen durfte, was ich euch zeigen durfte. Aber jetzt hat Make-up-Coach ein Produkt, von dem ich äußerst enttäuscht bin. Und das sind die Liquid Lip Liner. Ich weiß nicht, ob ich eine falsche Charge bekommen habe. Ich habe alles Mögliche probiert, aber sie sind wirklich sehr fein, sehr dünn, richtig schön. Aber ich habe sie jetzt gerade, glaube ich, 2 Monate. Und ihr seht es schon auf der Haut, kommt es kaum. Ich habe schon geschüttelt wie beim Filzstift. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen Creme dran habe, das ist die zweite Farbe hier, was ich da noch rauskriege. Und das ist die dritte Farbe. Ja, die ist noch ein bisschen kräftig, das ist Burgund. Aber da passiert nichts mehr. Und das heißt, wenn ich Foundation schon auch auf dem Gesicht habe und das um die Lippen habe, dann malen die gar nicht mehr. Also alle drei, die ich hier habe, diese drei wunderschönen Farben, finde ich mega schlecht entwickelt. Also die Schmetterlingsküsse sind gut, wenn man dann irgendwo reintunken kann. Hier müsste irgendwas noch sein. Ich habe sogar probiert, es an einen Liquid-Lippenstift zu machen und dann zu malen, aber dann ist es am Anfang ja, aber ich habe irgendwie dieses Gefühl, dass die Spitze nicht wirklich ideal überarbeitet wurde. Also ich persönlich, vielleicht habe ich eine falsche Charge erwischt. Die Dinger sind wirklich leer und eigentlich so wie diese komischen Augenbrauenstifte, wo da nichts weiter drin ist, wo man sich halt die Augenbraue aufkratzt. Also, das erste Produkt, sagt mir, schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ihr andere Erfahrungen mit diesen Liquid Lip Linern habt. Weil ich finde die Idee schon gut, wenn es ganz schmal ist und dadurch, dass es ja auch halten soll, ist es eine super gute Idee. Deswegen habe ich mir die auch gleich bestellt, um sie auszuprobieren und ihr bin total enttäuscht. Also ich nehme lieber von Make-up Coach die normalen Lip Liner, hier ihre wunderschönen Farben, die 6 Stück von Beste Freundin bis über Flamingo, bis über Erdbeere, bis über Rot, was weiß ich da noch alles ist. Die finde ich total schön und spitze mir die lieber an. Da habe ich was von, da habe ich genau das, was ich will, aber diese Lip Liner. Wie gesagt, schreibt mir das. Ja, das ist also gar kein Ding. Das waren auch schon meine Favoriten. Wow. 20 Minuten. Ich habe auch nicht länger gequatscht, aber das soll ja auch so sein. Ja, ihr wisst jetzt, was mir gefallen hat, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Jo, ich gratuliere, wenn ihr bis hierher durchgehalten habt. Ich
applaudiere euch, dass ihr mir immer noch so treu zur Seite steht. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr eins der Produkte selbst ausprobiert habt, ob ihr eins der Produkte auch selbst habt, ob ihr auch so zufrieden seid, ob ihr vielleicht auch so unzufrieden seid, wie ich es bin. Ich bin kein Allerweltsmensch, der jetzt sagt, die Gott und die Welt soll das nicht mehr holen oder das nicht mehr holen. Aber das waren meine Favoriten im Mai und meine Flops im Mai. Jo, ansonsten kann ich auch nur sagen, wer meinen Kanal abonnieren will, bitte, bitte, bitte immer ran, gar keine Frage. Ich habe ein bisschen einen besonderen Kanal, würde mich da auch freuen, wenn ihr rüberkommt aufs Instagram unter dem gleichen Namen, weil man da schon mal auch privat ein bisschen mehr miteinander zu tun haben kann und sich schreiben kann. Also mutige voraus, viele waren schon sehr, sehr mutig, freue mich auch über wirklich guten Kontakt, bemühe mich allen immer gut zu antworten und auch mit allen gut zu kommunizieren. Ich kann nicht jeden Tag mit so vielen kommunizieren, aber ich versuche wirklich immer hier und da bei denen, die mir so treu schreiben, auch wirklich etwas zurückzuschreiben, weil ich finde, guter Kontakt ist gerade jetzt noch in vielleicht der Endzeit von Corona auch noch ganz wichtig. Vielleicht haben wir es bald geschafft, aber dann würde es mich immer noch freuen, wenn man trotzdem noch Kontakt hat. Ja, so, dann wünsche ich euch heute noch einen wunderschönen Tag. Bleibt bitte richtig schön gesund. Guckt euch um und schaut nach, was ihr so an Produkten liebt. Und wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich, wie immer, tschüss, eure Farbenfroh 60+.